Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem Channel. Friends, ich bin sehr, sehr gespannt auf morgen, aber ich möchte mir die Wartezeit ein bisschen verkürzen. Und ich habe gesehen, es ist schon seit übel langer Zeit draußen, seit 2 Wochen jetzt knapp, gibt es schon die ersten Zeilen. Bro, was war das? Voice Crack des Todes gerade. Ich möchte davon keine Clips oder so sehen, ja. Die ersten Zeilen vom Intro von Jordys neuem Album, was morgen droppt. Es kommt morgen raus, also das Album nicht, aber das Intro. Hier gibt es schon die ersten Zeilen, erste paar Lines aus dem Intro zu meinem zweiten Album steht hier auf TikTok. Und ich bin super fucking gespannt, Mann. Ich sag's, wie es ist. Man sieht oben die 18 EP, damit hat's angefangen, dann kam das Album. Und jetzt haben wir das zweite Album, was rauskommt, Junge. Holy shit, ich bin super gespannt. Wir werden morgen das Intro bekommen, morgen Nacht. Und dann logischerweise auch direkt eine Reaction. So schnell es geht, Junge. Ich freue mich drauf. Wir haben jetzt hier von irgendeinem Auftritt, I guess, wo sie da schon was performt hat. Ich weiß nicht, hat sie das ganze Intro performt? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich nur die ersten paar Zeilen. Sonst würden irgendwo die ganzen Videos rumschwirren. Aber ich bin sehr gespannt. Das Ganze ist auf ihrem TikTok-Account hochgeladen worden. Erste paar Lines aus dem Intro zu meinem zweiten Album. Ich bin gespannt, was für ein Vibe es haben wird. Die Leute schreiben schon, Mama, gib mir Handyverbot. Ich will das jetzt sofort. Einfach diese Energy. Bro, ich bin super gespannt. Wir hören rein. I don't know what to expect, man. Ich freue mich einfach super doll auf auf das ganze Intro morgen Nacht, Junge. Let's go. Wir gehen rein. Bin wieder da, nach fast einem Jahr. Leute haben diskutiert, was ich mache und wo ich war. Zeig immer noch die Titten. Leute sind da. Ganz kurz, das ist aus. Wie heißt denn der erste Song mit Papi? Das ist aus dem Song von Monet. Bin wieder da. Dann da da da. Da 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 da. Das ist aus Papi. Das ist das erste, was wir quasi von ihr gehört haben in einem richtigen Song. Sie hatte ja damals auch schon diese Instagram-Freestyles und so gemacht irgendwie. Aber das ist eine Hommage an ihren ersten richtigen recordeten Part quasi. Bin wieder da. Geil. Nach fast einem Jahr. Leute haben diskutiert, was ich mache und wo ich war. Zeig immer noch die Titten. Leute sind am Trippen. Du denkst, das ist ein wichtiges Problem. Du kannst dich ficken. Holy shit, Junge! Das bin ich einfach morgen Nacht. Das bin ich morgen Nacht und ich scheiß auch drauf, Junge. Ich sag's, es ist krass. Okay, ey, das ist aber Real Talk, eine Hommage. Das ist echt auch vom Flow her, das ist auch von der Wortwahl her. Das ist ultra krass nah an Papi, so wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Es müsste Papi sein. Oder war es Zirkus? Nee, es war Papi. Müsste Papi gewesen sein. Okay, wir geben uns das noch einmal, aber ich find's auch krass, wie alle wirklich, man hört keinen Mucks, die sind alle still und hören einfach zu. Bin wieder da, nach fast einem Jahr. Leute haben diskutiert, was ich mache und wo ich war. Zeig immer noch die Titten, Leute sind bro, am Chippen. Das wird nasty. Das ist ein wichtiges Problem, du kannst dich ficken. Bro, es wird nasty. Ich sag dir das, morgen es wird nasty und ich freue mich drauf. Ich bin dafür da, Junge. Ich freue mich drauf, Mann. Holy shit, ich sag's, wie es ist. Ich rechne mit 6 Minuten oder so. Ich rechne mit 6 Minuten. Ich sag das einfach mal. Ich rechne mit einem 6 Minuten Video Statements. Und ich hoffe, wir kriegen auch direkt das Bundle, die Box zu sehen. Ich möchte direkt alles wissen, Junge. Ich freue mich ultra drauf, Mann. Ich freue mich wirklich ultra drauf. Ich bin gespannt. Und wir haben auch schon bei ihr in der Story, irgendwie hat sie so ein paar Mal gepostet, dass das Intro oder das Album wird Punkt, Punkt, Punkt. Und dann so ganz viele Bilder. Und der Vibe ist wirklich so, dass sie snatchen wird, Junge. Ich freue mich drauf. Allgemein morgen. Wird eine geile Release-Woche. Ich habe schon einiges gehört, was noch so rauskommen wird. Ja? Es wird eine ultra coole Release-Woche. Freut euch drauf. Ich bin gehypt. Wir fangen natürlich morgen Nacht direkt damit an. Ich wollte jetzt heute als kleines Extra-Video das noch geben, weil ich gerade gesehen habe, dass es auf TikTok schon was zu sehen oder zu hören gibt, besser gesagt. Und jetzt so einen kleinen ersten Eindruck davon machen quasi. Ja, Mann, das war es jetzt aber leider schon mit dem Video. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, Skala 1 bis 10, wie gehypt seid ihr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen Nacht spätestens mit der Bad Moms Reaction. Bad Moms Baddest Bitch. Weiß nicht, wer schlechter ist. Sind es deine Streams? Heißt es so? Ich weiß es gar nicht. Egal. Tschüss.